Nachdenkseiten. Die kritische Website. Und wieder mal eine Kampagne gegen die gesetzliche Rente und für die Aktienrente. Der Sachverständigenrat macht's möglich. Ein Artikel von Albrecht Müller. Heute früh macht der Herr Höckelmann, ein Leser der Nachdenkseiten, auf eine Sendung der ARD aufmerksam. Sie trägt den Titel. Rente in Gefahr, Inflation, Rente und Co, wie die Wirtschaftsweisen in die Zukunft sehen. Im Schrifttext ist an dieser Stelle der Beitrag verlinkt. In dieser Sendung wird in der Berufung auf Mitglieder des Sachverständigenrates die Leistungsfähigkeit unseres Altersvorsorgesystems in Zweifel gezogen und die Hinwendung zur sogenannten Aktienrente empfohlen. Unser Leser fragte, was sind das überhaupt für Wirtschaftsweisen? Und er meint, es wäre mal wieder Zeit für einen Artikel der Nachdenkseiten zum Rententhema. So ist es. Ich werde zunächst noch einige Äußerungen des Sachverständigenrates ergänzen und dann eine Reihe von früheren Beiträgen der Nachdenkseiten erwähnen und verlinken, denn in ihnen sind die Antworten auf die neuerdings gestellten Zweifel und Fragen gegeben. Es ist eigentlich nicht auszuhalten dass Zweifel, die im Laufe der letzten 25 Jahre immer wieder geäußert und widerlegt worden sind, nun wieder auf den Tisch gelegt werden. Von erwachsenen Menschen, die sich Wissenschaftler nennen und dem sogenannten Sachverständigenrat zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung angehören. Als Volkswirt und Fachkollege dieser angeblichen Sachverständigen kann ich da eigentlich nur verzweifeln. Die Vorsitzende des Rates, Professor Monika Schnitzer, meint am Anfang der Sendung, das Problem sei, dass viele Menschen in Rente gehen, die nicht genug Kinder bekommen haben. Und ihr Kollege, Professor Martin Werding, meint, wir hätten ein großes Problem mit der Alterung unserer Gesellschaft und deshalb dringend Reformbedarf. Wir müssten die Regelaltersgrenze weiter anheben. Darüber kann man übrigens nachdenken. Und wir bräuchten eine ergänzende Kapitaldeckung, weil das ein Ausgleich sei für die gesunkene Geburtenrate. Meine Tageszeitung ergänzt das Kapitel Ergänzende Kapitaldeckung mit einer Passage, die tief blicken lässt. Ich zitiere. Auch junge Menschen sollten sich auf dem Arbeitsmarkt üben, raten Wirtschaftsweisen. Junge Menschen sollten ein staatliches Startkapital bekommen, etwa 10 Euro im Monat ab sechs Jahren, um diese in breit angelegten Aktienfonds zu investieren, in Begleitung durch Schulen und Eltern. Dadurch steige die finanzielle Bildung und Kinder verlören Berührungsängste. Zitat Ende. In dieser zitierten Passage werden die Interessen sichtbar, die hinter dem Vorschlag stecken, die gesetzliche Rente durch Formen der kapitalgedeckten Altersvorsorge zu ergänzen. Die Finanzwirtschaft, die Banken, die Versicherungen und die Börsen, sie suchen neue Kunden. Die Relation von arbeitsfähigen und zur Beitragszahlung fähigen Menschen auf der einen Seite und Menschen im Rentenalter auf der anderen Seite hat sich im Laufe der letzten 100 Jahre ständig verschoben. Doch mit diesen Verschiebungen kann man fertig werden. Dadurch, dass mehr Menschen in Arbeit kommen, dadurch, dass die Arbeit produktiver wird, also die Arbeitsproduktivität wächst, auch dadurch, dass der Beitragssatz ein bisschen angehoben wird. Das bestehende Rentensystem ist durchaus flexibel und diese Flexibilität hat dabei geholfen, in der Vergangenheit mit vielen Veränderungen fertig zu werden. Im Folgenden werden bisherige Beiträge der Nachdenkseiten zitiert und verlinkt. Wenn Sie die Zeit aufbringen können, dann gewinnen Sie dabei auch einen kleinen Überblick über unsere Arbeit zum Thema Rente in den letzten 20 Jahren. In meinem Buch Die Reformlüge habe ich 40 Denkfehler der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Debatte beschrieben, analysiert und aufgespießt. Darunter sind drei Kapitel, die sich mit Demografie und Rente beschäftigen. Am 27. Januar 2020 erschien der Beitrag Erstaunliche Einsichten zur Bevölkerungsentwicklung beim Namensgeber der Rürup-Kommission. Dazu ein lesenswerter Text aus der sogenannten Reformlüge. Denkfehler Nummer 5. Wir werden immer weniger. Am 10. Juni 2006 erschien der Beitrag Denkfehler Nummer 6. Wir werden immer älter. Der Generationenvertrag trägt nicht mehr. Am 6. Juli 2018 erschien der Beitrag Denkfehler Nummer 7. Jetzt hilft nur noch private Vorsorge. Ein kleiner Hinweis: dieser Beitrag zeigt, dass die Diskussion im gleichen Stil weiterläuft. Mit Norbert Blüm, dem früheren Politiker von der CDU, zogen die Nachdenkseiten in Sachen Rente am gleichen Strick der Aufklärung. Hier ein Beitrag von ihm für die Nachdenkseiten. An dieser Stelle: Wir vermissen ihn. Am 9. März 2009 erschien der Beitrag von Norbert Blüm: Die Rente ist noch immer sicher. Anfang dieses Jahres, also 2023, haben wir speziell zur Aktienrente zwei Beiträge gebracht. Am 17. Januar 2023 ein Beitrag mit dem Titel Lindners Aktienrente ist da. Ein Taschenspielertrick ohne Sinn und Verstand. Und am 27. Januar 2023 Operation Aktienrente. Christian Lindner will mehr. Liebe Leserinnen und Leser. Nochmal eine Anmerkung zur reichhaltigen Quelle Nachdenkseiten. An den oben zitierten Hinweisen und Links auf Quellen in den Nachdenkseiten können Sie ablesen, dass es sich lohnt, gelegentlich in den Nachdenkseiten zu stöbern. Sie werden viele interessante Informationen finden. So wie hier aus aktuellem Anlass zur Rente. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.